Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Banishers Ghosts of New Eden mit mir den Pirates. Wir machen weiter. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir sind immer noch hier, ja, in einem wunderschönen Unterschlupf und müssen jetzt mal vor die Tür gehen und neue... Dann wollen wir uns mal nützlich machen. Genau, wir müssen... Wenn der Albtraum hier sein Unwesen treibt, werden sie uns brauchen. Genau, wir müssen uns nützlich machen. Wie sie es eben gesagt hat. Wir müssen dahin und dahin, ich weiß nicht... Genau, ich würde ganz gerne mal kurz hier hingehen. Genau. Weil die war zu, aber ich habe einen Schlüssel dafür gefunden. Nice. Eine Brosche. Kann man aufrüsten? Ja, komm, lass doch kurz machen. Lass doch kurz. Ja, komm, machen wir das kurz, ne? Ist zwar nur minimal stärker, aber warum nicht? Warum nicht? Und dann können wir anfangen. Mit den nächsten Spukaufträgen. Ich bin gespannt, wie sie werden. Ich hoffe, das wird wirklich nice. Und mal gucken. Ja, was wir denn jetzt machen, ne? Weil wir möchten ja, wir brauchen ja menschliche Essenz, um unsere Frau wieder zu bekommen. Brosche. Aufrüsten. Ja, genau. Elite-Juwel, Alter. Säftling, Alter, wenn man hier alles braucht, Hilfe. Da brauche ich 9. Oh Gott. Ja, mal gucken. Gewehr gibt es auch noch, aber... Das muss ich noch freischalten. Ich hatte gedacht, dass wir jetzt hier ein Gewehr kriegen. Aber vielleicht bekommen wir ein Gewehr, wenn wir das hier fertig haben. Das kann natürlich auch sein. Ich hätte jetzt gedacht, weil die haben Gewehre, aber wir haben noch keins bekommen. Ich weiß nicht, wie wir an uns rankommen. Ja, wird sich aber bestimmt noch im Laufe des Spiels klären, schätze ich mal. Ja, bin ich guter Dinge. Fangen wir damit an. Genau, gehen wir hier runter. Das ist ja auch nicht scheißegal. Wir machen eh beide. Die Schmiede. Ah, die Schmiede. Der Schmied könnte unsere Hilfe benötigen. Die Schmiede. Okay. Chroniken, haben wir da irgendwas? Chroniken? Nee, Chroniken war es nicht. Hammer und Zange, ah ja. Ah, die Siedler, ah ja. Oh Gott. Ich will die aber jetzt nicht alle killen müssen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt abgeht, oh Gott. Ah, lesen wir mal. Höchstens Nachricht an Fortune Hayden. Hayden! Unsere Häuser fallen auseinander und wir brauchen die Nägel zum Bauen. Bitte liefert so schnellstmöglich. Und nicht wieder diesen Mist vom letzten Mal. Soll angeblich ein ausgezeichneter Schmied sein. Fixen. Die Nägel sehen nicht sehr stabil aus. Stimmen von Geistern besucht. Was ist das? Hm? Salzwasser. Es pulsiert. Hier ist was. Hm. Der Meißel ist so stumpf wie ein Hammer. Metallverarbeitung ist nicht einfach, aber das Zeug hier ist auffallend schlecht gefertigt. Muss schwierig sein, ein Lager mit einem miesen Schmied am Laufen zu halten. Warte mal. Tastenbelegung. Die Werke des Schmieds sind nicht besser als die eines Anfängers. Okay. In welcher Schmiede gibt es bitte kein Werkzeug? In der Schmiede. Meins, alles meins. Oh
Okay. Meins, alles meins. Ja, ist ja gut, kannst du ja behalten. Meins, alles meins. Alter, ist der Demon, ist der Demon kaputt. Der Geist klingt übel. Der Geist scheint eine Obsession zu haben. Okay. Müssen wir erstmal die Siedler befragen, was die hier dazu sagen. Genau, wir machen aber erstmal ihn hier fertig, ne? Also. So, die Siedler hier. Achso, hier die Siedler. Ich dachte, alle Siedler waren da. Ah, okay. Hey! Ich dachte eben schon. Nichts erschrecken sollen. Was für ein fescher Mann. Und wer mögt ihr wohl sein? Red McGrath, werte Frau, der Verbanner. Mit wem habe ich das Vergnügen? Ah, der Schotte. Mir gefällt euer Akzent und eure Manieren ebenso. Ich bin Nelly. Nelly Heaton. Eine nette Londonerin. Die mag ich sofort. Zeig mir eure Waren. Lasst uns Handel treiben, Mrs. Heaton. Gut, können wir machen. Mrs. Heaton, was haben Sie zu bieten? Entschuldigung. Verbannertee, wieder. Wie baut denn für den Verbannertee? 400. Ich warte noch. Mal gucken, was jetzt die Mission bringt. Ich warte noch. Die Schmiede macht einen leeren Eindruck. Die Schmiede ist wie leergefegt. Kein Werkzeug. Wisst ihr wieso? Kein Werkzeug? Das ist merkwürdig. Warum sollte euer Ehemann sein Werkzeug mitnehmen? Das gesamte Werkzeug. Ich weiß es nicht. Ich habe eine Pfütze mit Salzwasser gefunden. Ich muss euch etwas sagen. In der Schmiede habe ich eine Pfütze mit Salzwasser vorgefunden. Wisst ihr, wie sie dorthin gelangt ist? Moment mal. Ihr seid in die Schmiede gegangen? Ohne meine Erlaubnis? Die Tür stand offen und auf dem Boden war eine Pfütze. Aus Salzwasser, wie sich herausstellte. Nun, das ist sehr unhöflich, aber ich lasse euch noch einmal vom Haken. Die Schmiede benötigt jede Menge Wasser. Das erklärt aber nicht das Salz. Mehr Wasser? Könnte es mehr Wasser sein? Es könnte schon sein, dass er Wasser vom Meer hierher geschleppt hat. Was gibt's eigentlich Neues? Was gibt's denn Neues hier? Also, was wird im Lager geredet? Schlechte Neuigkeiten verbreiten sich schneller als gute. Was wollt ihr wissen? Was gibt's Neues im Lager, also allgemein? Wie läuft das Leben hier? Wir tun unser Bestes, damit alles läuft. Die Bestie macht uns Sorgen, das ist wohl wahr. Aber wir haben Vertrauen in Thickskin. Es wird sicher alles gut. Über Thickskin? Was denkt ihr über Thickskin Newsmith? Sie ist nicht perfekt. Aber was soll's. Aber sie ist selbstständig. Sie ist gerecht, körperlich und charakterlich stark. Sie sorgt für uns. Da bin ich mir ganz sicher, auch wenn sie es nicht zeigt. Warum sollte sie uns sonst vor der Bestie beschützen? Über Kate? Was könnt ihr mir über Kate Newsmith erzählen? Ich mag sie. Sie ist anders als ihre Schwester. Vernünftig. Wachsam. Wenn sie spricht, höre ich zu. Okay. Ist euer Gatte anwesend? Ich komme gleich zur Sache, gnädige Frau. Kate Newsmith macht sich Sorgen um euch und euren Ehemann. Ist er da? Watson ist vor einiger Zeit aufgebrochen und noch nicht zurückgekehrt. Ich gebe zu, dass ich mich langsam sorge. Was, wenn ihn die Bestie erwischt hat? Hat er nicht gesagt, wohin er gegangen ist? Thickskin trug ihm auf, Nägel für die Palisaden zu machen. Sie setzt ihn unter Druck und das macht ihm zu schaffen. Hattet ihr einen Streit? Hattet ihr einen Streit? Wir sind beste Freunde. Wir streiten uns nicht. Er ist ein guter Mann. Lügt nie.
Beruhigt einen immer zu und ehe man sich's versieht, lacht man mit ihm. Oh. Er ist gläubig. Hätte ich fast vergessen. Das war nicht immer so. Nach New Eden zu gehen hat uns gerettet. Hat unsere Ehe gerettet. Ich sollte nach eurem Ehemann suchen. Er ist kein Waldliebhaber, er kann also nicht weit sein. Bitte findet ihn. Ich habe nicht den weiten Weg auf mich genommen, um ihn jetzt zu verlieren. Dürfte ich mich in eurem Haus umsehen? Natürlich, wenn es euch hilft. Danke sehr. Habt Dank für eure Zeit, Mrs. Heaton. Nichts zu danken. War ein netter kleiner Plausch. Ist schön, mal mit jemand Neuem zu reden. Ein Tipp erhalten. Nelly Heaton lächelt freundlich, auch wenn man ihr die Müdigkeit im Gesicht ansieht. Die Londonerinnen mit den blauen Augen ist üblicherweise stets gesellig und nett, doch in letzter Zeit ist sie ungewöhnlich schreckhaft. Ja, habe ich eben gemerkt, die haben zwar die Hammer in die Fresse geprügelt. Nach New Eden zu kommen, hat die Ehe von Nelly Heaton gerettet. Ja. Oder auch nicht. Gut, gucken wir mal. Danke, 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 dass ich mich bei Ihnen umgucken kann. Sehr freundlich. Das ist sehr höflich von Ihnen. So. Ich muss aber allerdings auch die Materialien mitnehmen. Das muss sein, weil sonst verschwinden die Albträume nicht. Weil das ist ganz wichtig. Er muss einmal beklaut werden. Oder so. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ja, oh Gott, warum müssen wir so lange Briefe schreiben? Gouverneur Haskells, Brief an Fortune Heaton, 2. März. Im Jahr... Was? 1694. Alter, schreibt das doch in Zahlen. Ja, klar. Der kennt's nicht. Ich schreibe Datum auch tatsächlich immer ausgeschrieben. Per Wort. 18.07.2024 schreibe ich auch immer so aus, weil das sieht richtig geil aus. Oh Gott. Im Jahr 1694 unseres Herrenhaus der Feder des ehrwürdigen Fairfax H. Haskell, Gouverneur der Kolonien von New Eden und des Umlandes, an Meister Fortune Heaton, Heatons Schmiede, Brace Monks, London. Erkennungsurkunde. Ein sehr verehrter und von Gott begünstigter Mr. Heaton. Anlässlich unseres letzten und dringlichen Korrespondenz möchte ich mich auf euren letzten Brief vom 14. Dezember beziehen, in welche ihr euer Interesse bekundet habt, zur Kolonie in New Eden aufzubrechen, wo ihr euren Beruf als Schmiede nachgehen wollt. Da ihr sowohl in London als auch in Boston als fähiger Schmied und auch als äußerst frommer Puritaner aus angesehen seid, bin ich hoch erfreut, euch mitteilen zu dürfen, dass wir euch hier mit Freuden aufnehmen werden. Ihr erhaltet von uns einen kleinen Besitz, in dem ihr euer Gewerbe einrichten könnt. Außerdem werden wir alle Hebel in Bewegung setzen, euch die benötigten Materialien zur Verfügung zu stellen. Ich möchte euch jedoch bitten, die erforderlichen Werkzeuge selbst mitzubringen, da dein Erwerb sich hier bisweilen als schwierig gestalten könnte. Bitte antwort unverzüglich auf dieses Schreiben. Eier spielen sie in einem Monat und bucht die Überfahrt schnellstmöglich. Enthalten findet ihr einen Vollschutz, um die Kosten jeder Überfahrt zu bezahlen. Feder müssen gepflückt und Pferde behuft werden. Und dafür benötigen wir dringend eure Dienste. Wir warten eure Ankunft noch vor Einbruch des Winters. An alle, die es betrifft, Fortune Heaton wurde hiermit als neuer Schmied der Kolonie von New Eden beauftragt. Hochachtungsvoll Gouverneur Fairfax. Okay. Interessant. Willst du eigentlich was anderes machen? Nee, ne? Hä? Alter, das ist ja wie ein Vampire. Da hat man auch immer so eine Sicht gehabt. Das ist ja geil. So eine, Also sieht die Essenz in den Menschen, kann das sein? Irgendwas scheint beim Bett zu sein. Überreste einer Erinnerung befinden sich hier. No. Okay. Nick und Jill.
Eine Erinnerung, dann würde ich sagen, dass wir Horchen nehmen. Ich hoffe, das war richtig. Diesmal sage ich nicht, es scheint so. Letztes Mal war es auch falsch. Ne? Aber es war richtig. Oh Gott. Nein. Nein. Es gehört nicht euch. Okay. Bis dann. Das ist kein Geist, der Nelly bedroht. Es ist ihr Ehemann. Er hat anscheinend versucht, das Bedürfnis, ihr weh zu tun, zu unterdrücken. Der Schmied ist also zusammen mit seinem Werkzeug verschwunden. Und ein Salzwassergeist sucht die Schmiede heim. Dann suchen wir ihn mal. Okay. Okay, aber warum? Okay, also. Dann ist in ihm sozusagen teils ein Monster, ne? Was sozusagen. Ja, ihn dazu zwingen will. Ich kann sie dir zeigen. Lass uns herausfinden, ob die Spur zu unserem Schmied führt. Einen Moment. Also. Ah. Jetzt ist. Vor allem verwundert. Ziemlich praktisch. Wenn man sich nur vorstellt, wie viel Zeit wir in all den Jahren der Geister-HZ sparen können. Na los, lass uns den Schmied suchen. Okay. Das ist eine praktische Fähigkeit. Was ist hier drin? Hallo? Niemand da? Gut, dann bediene ich mich. Warte. Also, die hatten wir schon. Gut. Danke. Wo geht's weiter? Hier. Ah, hier geht's noch hoch. Hier geht's, hier ist aber nur das kleine Stück. Da können wir kurz hochgehen. Warum denn nicht? Oh, hier auch wieder ein bisschen Pilz. Ein bisschen Fußpilz hier. Genau. Sehr schön. Ah, warte. Ich will jetzt nicht zu weit wo ist er denn? Machen. Ja. Ja, gut. Das können wir ja gleich nochmal gucken. Was hältst du vom Schmied und seiner Frau?
Eins, also, oh Gott. Fortune Heaton und seine Schmiede werden von einem Geist heimgesucht. Ja, aber wessen? Das ist eine gute Frage. Ah, jetzt kommen wir sogar nach oben. Vielleicht kommen wir jetzt daran. Ich habe eben F1 gedrückt. War eben irgendwie... Ah, feuriger Hang entdeckt. Orientierungspunkt, oh ja. Wo können wir uns auch nehmen? Ja, Problem ist, uns können wir... auch mal ein bisschen abseits gehen. Ah, ja, genau. Ah, ja. Ach, komm schon. Ich such doch nur einen komischen Schmied, dann müsst ihr mich doch nicht gleich angreifen. Na. Was fehlt mir hier? Du verfügst über die erforderliche im nicht über die erforderliche Manifestation. Achso. Und das ist doof. Scheiße. Hey, der Alpha-Wolf! Alpha-Wolf, wir nehmen das! Es ist Alpha-Tier. Ja, ja. Lass mir mal helfen, anstatt deine Gebete aufzulabern. Ja. Mal, wieso ist denn hier ein Wolf? Jetzt sind die anderen, die... Ist da jemand? Bitte! Nee! Die Wölfe sterben... Die Wölfe sterben von alleine. Ihr könnt rauskommen. Es ist sicher. Sind sie weg? Hi, Kumpel. Ich danke euch. Wer immer ihr auch sein mögt, was immer ihr auch getan haben mögt, hab Dank. Ich dachte, es wäre um mich geschehen. Fortune Heaton, ich bin euch ja so dankbar, dass ihr meines Weges kamt. Red McGrath, der Verbanner. Wart ihr nicht zu zweit? Waren wir, ja. Wie es der Zufall so will, bin ich auf der Suche nach euch. Das seid ihr? Weswegen denn? Ihr seid der Schmied des Lagers. Ihr seid also der Schmied? Gefällt euch die Arbeit? Ja, ganz gut, denke ich. Habt ihr viel zu tun? Ja, natürlich. Es wird viel gebaut. Dafür braucht man viele Nägel. Unmengen an Nägeln. Ein ganzes Meer voller verdammter Nägel. Ah ja. Toll, wenn ein Mann stolz auf seine Arbeit ist. Über Nelly? Wie stehen die Dinge mit Nelly? Gut, ja, gut. Es ist schön, eine Frau zu haben. Ein Zuhause. Nelly ist eine tolle Frau. Intelligent, mutig, voller Großmut und Barmherzigkeit. Sie ist ein Segen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Kennengelernt? Wie wir uns kennengelernt haben? Ach, wisst ihr, wir sind uns einfach über den Weg gelaufen. Erinnert er sich nicht oder will er es uns nicht verraten? Ach, Mr. Heaton, nur keine Schüchternheit. Ein klitzekleines bisschen Romantik hat noch keinem Mann geschadet. Romantik? Ich habe hier bei etwas geholfen. Sie hat mir bei etwas geholfen. Wir sind zusammengeblieben, um einander zu helfen. Bei Dingen. Ja. Gut zueinander zu sein, das kann ein Paar verbinden. Romantik ist gar nicht immer so wichtig. Ah ja. Was macht ihr hier? Was macht ihr überhaupt hier draußen? Fürchtet ihr euch nicht vor der Bestie, die hier herumstreift? Ich musste den Kopf freikriegen, etwas frische Luft schnappen, ein bisschen Sonne abkriegen. Die Schmiede ist nun ja sehr dunkel und heiß. Ich wollte sie nicht beunruhigen. Wir spazieren doch alle gern durch den Wald mit unseren schweren Schmiedewerkzeugen. Warum habt ihr das Werkzeug mitgenommen?
Ja, warum habe ich mein Werkzeug mitgenommen? Warum? Warum? Weil es verflucht ist. Deswegen. Verzeiht mir. Ich verliere langsam, aber sicher mein letztes bisschen Verstand und dieses gottverdammte Werkzeug ist schuld daran. Ich fange an, damit zu arbeiten und plötzlich ist der halbe Tag vergangen und ich bin an einem völlig anderen Ort. Und es kommt noch schlimmer. Wenn ich zur Schmiede zurückkehre, ist die Arbeit fertig. Das Werkzeug ist verflucht und es muss weg, so tief in den Wald wie möglich. Haben sie euch befohlen, eure Frau umzubringen? Hat das verfluchte Werkzeug euch befohlen, eure Frau zu töten? Nein. Ja. Vielleicht, nein, ich würde nie etwas antun. Aber ja, es hat mir befohlen, ihr weh zu tun. Vielleicht habe ich das. Könnt ihr mir helfen? Ja, aber ich kann nicht garantieren, dass euch das Ergebnis gefallen wird. Ich habe euch beten gehört. Beten hören. Ich habe euch beten gehört. Ich dachte, ich hätte die Verse wiedererkannt. Wirklich? Sicher? Nelly stellte ihn als ehrfürchtigen Puritaner dar. Ja, sie wirkten katholisch auf mich. Ich, nun ja, vielleicht nur ein Zufall. In Ordnung. Die Wahrheit ist, dass ich konvertiert bin. Ich habe es für Nelly getan. Ich bin, war Katholik. Es waren eher die Umstände, nicht aus Überzeugung. Bitte, sagt nichts. Ich darf hier nicht auffallen. Von mir erfährt es niemand. Das geht mich nichts an. Von mir erfährt es niemand. Hab Dank. Jetzt schulde ich euch bereits zum zweiten Mal. Kehrt ins Lager zurück. Kehrt ins Lager zurück. Ich kümmere mich um das Werkzeug. Wenn ich alles habe, folge ich euch. Natürlich, mein Herr. Auf jeden Fall. Hab Dank, Verbanner. Ich danke euch. Gut. Jetzt wird in der Hütte zum einen Augenschein nehmen. Das werden wir tun, okay. Den Geist. Ah ja, wir haben Nele und zweimal Nele und einmal ihn hier noch. Auch wenn er jeden davon überzeugt ist, ist der Schmied kein Puritaner. Ich merke, der Schmied ist nicht besser als die eines Anfängers. Okay, zwei Dinge für uns ja noch. Ja, genau. Ich würde aber sagen, dass wir jetzt hier ein kleines Folgenpäuschen machen und in der nächsten Folge gucken wir uns mal an, was da drin ist. Danke, ich muss das kurz mitnehmen. Ich würde auch ganz gerne das mitnehmen, genau. Das ganze Leder, ne? Wenn ich hier schon kämpfen muss, dann will ich auch ausreichend dafür belohnt werden. Gut, Leute. Ich würde sagen, ich werde jetzt ein kleines Folgenpäuschen machen und beim nächsten Mal machen wir weiter. Ich danke wie immer fürs Zuschauen und mit dabei sein. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge wieder Spaß gemacht hat. Und beim nächsten Mal machen wir weiter. Mal gucken, was da ist. Bis dann, euer Pauser. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Bis dann. Ciao.